Irgendwann ist deine Beziehung mit deinem Narzissten vorüber und du musst dich auf den Heilungsweg begeben. Diese spezielle Beziehung war anders als alle anderen, die du vorher hattest. Sie war missbräuchlich und daher wird auch deine Heilung, der Trennungsschmerz, heftiger sein als bei allen dir bekannten normalen Beziehungen davor. Der erste Schritt ist immer das Verstehen. Was ist hier passiert? Warum geht es mir so schlecht? Warum vermisse ich ihn, sie, obwohl er, sie mich so schlecht in der Beziehung behandelt hat? Zumindest hast du nun verstanden, was das alles mit dem Thema Narzissmus zu tun hat. Du hast dich informiert und tust es immer noch und das ist auch gut so. Aber begeben wir uns nun langsam auf den Heilungsweg. Wenn du ein empathischer, also sehr mitfühlender Mensch bist, bist du für einen Narzissten besonders interessant. Also kann man davon ausgehen, dass dem so ist, denn sonst wärst du nicht sein Opfer geworden. Noch mehr freut es den Narzissten, wenn er jemanden findet, der zusätzlich über ein negatives Selbstbild verfügt. Die Kombination aus Empathie und Selbstbild macht es also aus. Und dies sind auch die Hebel, an denen es bei deiner Heilung zu arbeiten gilt. Und damit fangen wir an. Wenn du meine Unterstützung als Coach dabei beanspruchen willst, so kontaktiere mich gerne über mein Profil. Ich wünsche dir viel Erfolg.